Das ist die untere Kiste ist tatsächlich, woraus wir alles Saat machen können. Oh ja, das ist gut. Das ist, So, den habe ich bedient. Holz, Holz, Holz. Moin, Michi, ausgeschlafen? Moin. So. Jetzt kommt wir hier das Grauen. Ah, seltene Saat. Das ist auch zum Dings. Oh, da hat's gescheppert. Ja, jetzt haben wir quasi den Fisch wieder. Gerade nach Hause gekommen, okay. Wir haben noch nicht die Saat wieder, aber den Fisch, das ist schon mal was wert. Du kommst dahin. Jetzt gucke ich mal nach. Du. Wann macht denn der Schmied zu? Weißt du das noch? Heute ist Sonntag, der hat gar nicht auf. Meinst nicht? Nee, Warum nicht? Sonntag und irgendwie. Du hast den Kaffee nicht geerntet. Hab den Kaffee nicht geerntet? Nee. Komm mal bitte ins Gewächshaus. Bin schon auf dem Weg. Das hier oben, diese hier. Überall, wo rot dran ist. Das war jetzt nicht böse gemeint, sondern das habe ich gesehen. Nur die in der Mitte. Außen, das ist Erdbeere. Das in der Mitte ist nur der Kaffee. Du musst die Dinger hier noch lesen. Ja. Nein, ich will keinen Seetang essen. Ich will diese Kiste öffnen. So, dann haben wir Sternfrucht. Können wir noch einpflanzen, wenn du möchtest. Wir pflanzen alles ein. Lass mich den Kaffee wegbringen, dann würde ich nach dem Einpflanzen das wässern. Warum kann ich dieses Ding hier immer noch nicht lesen, liebe Cat? Warum kann ich dieses Ding hier noch nicht lesen? Das würde mich ja echt mal interessieren, warum ich das noch nicht lesen kann. So, Kaffee geht da rein. Ist 23 mal Kaffee da drin. Der kann denn aber auch verkauft werden, denke ich, oder? Nochmal, ja, kann, nein, ich mache da draußen noch anderen Kaffee. Ah, okay. Ich mache daraus noch dreifachen Espresso. Den kannst du aber leider noch nicht. Das ist ein Penny-Schrift. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Pastinaken, glasierte Süßkartoffeln, kein Bier. Des Feenrose, Plumpudding, Vincent, pinke Torte, Weintrauben, Herr Mullner, Lauch, gebratene Pilze, Oma Müller, Rübe, Tulpe. Seid ihr bekloppt? Das ist Penny-Schrift. Okay. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama Pastinaken, glasierte Süßkartoffeln, kein Bier. Des Feenrosen, Plumpudding, Vincent, pinke Torte, Weintrauben, Herr Mullner, Lauch, gebratene Zwiebeln, Oma Mullner, Tulpe und Rübe. Das sind diese Geheimschriften, weißt du? Aber nicht so begeistert von. Doch, 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 doch. Ich kenne die, glaube ich, nicht. Ich habe die meisten, glaube ich, schon davon gelesen. Okay. Aber das reicht ja, wenn ich dir lese, ne? Ja. Ich glaube, die meisten habe ich davon tatsächlich schon gelesen. Sag mal, diese Weintrauben waren die jetzt auch. Ach, Mensch. Habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Schon wieder. Hatten wir das nicht schon gefunden? Weiß ich nicht. Ach, das ist Brombeere. Wir brauchen, das ist Weintraube. Weintraube ist für Wein da, ne? Oder für Marmelade. Wir haben Man wartet keine. auf dich auf der Ebene 100 in der Schädelhöhle. Na, das kann ja Jetzt. wohl nicht hinkommen. Jetzt. Ja, du kannst ja immer noch hinfahren.
Vielleicht hast du jetzt kannst du das machen wahrscheinlich. Jetzt kannst du dem wahrscheinlich begegnen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt kannst du dem da unten begegnen, weil du konntest das ja nicht. Ja. Jetzt kannst du das. Ich würde da nochmal hinfahren. Okay. Und dann fährst du den 100. Stock. Wir haben ja einen Fahrstuhl. Du musst ja nicht alles... Ja, genau. Mache ich jetzt auch. Okay, dann fahre ich da jetzt hin. Und ich gehe jetzt nochmal da die Omni-Iode da Dings eintauschen in der Zeit. Heute ist Sonntag. Ja, geht trotzdem. Jetzt kriegst du die auch die Sternfallfrau. Siehste, habe ich gesagt. Kat hat auch gesagt. Warte mal, ich muss einmal zurück. Achso, ja, erst ein Ticket kaufen. Scheiße, ich wollte schwarz fahren. Ah, nixen. 131.000 haben wir. Irgendwie wird unser Geld nicht mehr weniger, ne? Jetzt ist hier nichts mehr mit rumknusern. Das sage ich dir, du. Jetzt wird hier nicht mehr rumgeknusert. Dann bringe ich hier alles, was hier rumliegt, wa? Ja. Aber geh bitte nicht mehr durch die Ebenen, das schaffst du nicht allein. Nein. Ach, ich wollte die... Warum sagt mir keiner, ich soll die Iridiumbarren, die Kupferbarren mitnehmen? Ich werde jetzt meine Spitzhacke auch verdingsen. Ja. Wir werden jetzt noch... Auch noch was auf Ich schätze mal, deine Spitzhacke wird auf Iridium gehen. Ja, aber dann machen wir das erst, wenn deine da ist. Weil wenn wir ganz ohne Spitzhacke dastehen, finde ich das ein bisschen... Kupfer. Jetzt kriegst du auch die Sterntalfrucht von ihm. Oh, oh. So. Du hast es also geschafft. Mr. Key. Ja. Ach, Quatsch, Steinbau. Stadt. Komm näher, los, sei nicht schüchtern. Wo bin ich aber? Ach ja? Ach ja? Das ist aber eine ganz neue Töne. Dankeschön, Michi. Dankeschön. Das waren jetzt aber ganz neue Töne hier. Werkzeug verbessern lassen. Goldachs, Kupferspitzhacke. Ja, ich mache jetzt auch eine Kupferspitzhacke. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Kann man jetzt noch mehr machen? Nee, ne? Ach, vergiss es, du kriegst kein Geschenk von mir. Ups. Seht die das oder sieht die das nicht? Am Tisch gehen und... Okay, die hat es nicht gesehen. Sieht die das hier hinten? Ich will das haben. Also wir haben noch jede Menge hier abzugeben, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, meine Gesundheit wird um 25% da sein. Ja. Also wir haben 1, 2, 3, dann haben wir hier oben noch die 5. Und unten noch den ganzen Tisch. Alter Schwede, also wir haben noch lange nicht alles abgegeben, ne? Kann man die Dinger hier noch tauschen? Nee, ne? Das bleibt jetzt alles so durcheinander liegen. Dass wir ein Kind haben, weißt du ja. Wer kümmert denn sich da drum? Die Mutter. Was bist du? Ich hab schon 3 Kinder. Ich hab 2. Das macht nichts. Goblins von Mr. J. Jasper. M. Jasper. Diese Spezies, üblicherweise Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern des fernen Nordostens gekommen zu sein, von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, hellrote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle und emotionale Kapazität. Ähnlich derer der Menschen und haben kein Problem mit dem Erlernen unserer Bräuche und Sprachen. Die Goblins, die ich traf, waren überaus freundlich und entgegenkommend, sobald ich zeigte, dass ich nichts Böses vorhabe. Unglücklicherweise haben Jahrhunderte des Misstrauens
und Misshandelns durch den Menschen viele Goblins dazu getrieben, sich in die Dienste von Hexen, Nekromanten, Hexenmeistern und anderen geschmacklosen Typen zu begeben. Die traditionelle Ernährung der Goblins besteht hauptsächlich aus Madenfleisch, typischerweise von dem großen und saftigen Madentypen, die im Goblinwald heimisch sind. Zu besonderen Anlässen genehmigen sich Goblins einen Gegenstand, der sich Schattenmayonnaise nennt. Sie ist die vielleicht feinste Delikatesse der Goblin-Küche. Solug Ulan Pa Eno Ra Solak Eno Eno Gava Ulan Ra Kui Eno Solug Teba Ava Dob Teba Eno Nemo Tebo Teba Eno Nemo Mabo Ava Yuba. Wenn du was spendest, hast du die Möglichkeit, Dinge umzuordnen. Ah ja, okay. Das ist gut. Habe ich auch schon gelesen, die Goblins. Die Fischer Akt 1, das haben wir auch alles schon gelesen. Warum gehen die Bücher dann nicht weg? Vielleicht muss ich die noch lesen. Deswegen solltest du... Ach, solltet ihr zwei Töpfe... Ja, Schattenmayonnaise aufheben. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertige Erzeugnisse. Ja, es kann sein, dass du die noch lesen musst, dass sie dann erst weggehen, ne? Technologiebericht. Die Blaupausen für eine fortschrittliche Maschine namens Kristallarium wurden vor einer Weile veröffentlicht. Diese Maschine kann Kristalle praktisch aus dem Nichts wachsen lassen, wodurch ihre Besitzer einen endlosen Vorrat an wertvollen Edelsteinen winken. Und so funktioniert sie. Lege einen Edelstein deiner Wahl in das Kristallarium und sei geduldig. Das haben wir schon. Wir haben so ein Ding schon. So. Geheimnisse der legendären Angler erzählen von 5 seltenen einzigartigen Fischen, die nur von erfahrenen Anglern gefangen werden können. Wenn sie einmal gefangen wurden, kommen sie nie wieder. Der Purpurfisch lebt im Sommer. Der Gletscherfisch. Das sind die Dinge, die ich nicht wissen will. Haben wir Ahornsirup da? Ja, haben wir. Okay, wo ist das? Im Kühlschrank? Nein, in meiner Einlagerkiste. In meiner Einlagerkiste. Und was heißt das jetzt? Ach, wir haben noch diese, das zeige ich dir gleich. Wir haben doch diese Maschinen bei uns auf dem Hof. Das sagst du mir jetzt erst? Das sagt sie mir jetzt erst. Und jetzt ist das Buch weg. Jetzt ist das Buch weg. Oh, Cat. Wo ist denn der Gemeinwald? Oh, Cat. Der Gemeinwald, das ist... Warte mal, muss ich gucken. Wie heißt das? Seltene du hast eine kaum lesbare Notiz gefunden, die besagt, dass du Ahornsirup in den... Ja, komm mit. Das ist der, wo wir Hartholz holen. Ach, du triffst jetzt auch den Bären. Du kriegst jetzt alles, was ich hatte. Toll. War ein bisschen spät, wa? Wo bist du denn? Keine Ahnung. Das ist gut. Hervorragend. Auf dem Weg nach Hause. Ja gut, ich warte hier auf dich. Okay. Dann kann ich in der Zeit schon mal wegräumen. Klick nochmal auf das Regal. Okay, mache ich dann gleich nochmal. Das sagt sie jetzt. So, dann lass es mal runtergehen. Ich kann aber, doch, Holz hacken kann ich. Wollte gerade sagen. Ich kann nur keine Steine hacken. Und du müsstest da jetzt den freundlichen Bären treffen, glaube ich. Den ich ja auch schon getroffen hatte.
Also glaube ich, ich weiß es nicht. Die Kugelfisch hast du abgegeben. Ja, den habe ich Dimitri gegeben. Dafür gab es ja 1000 Penunsen. Ja, das ist der Bär. Ja, den hast du jetzt. Das ist schön. Das freut mich. Dann hast du das jetzt auch. Ja, das ist der Bär. Ja. Freut mich, dass du den jetzt auch hast. Wird ja auch Zeit, dass du das jetzt alles kriegst, was ich hatte. Ach Gott, ist der süß. Ich versuche es in einem Video zu verziffern. Ja. Ah ja, besonderes Wissen vermittelt. Alles klar. Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. Das ist schön. Bist du weg schon aus dem, oder? Nein, nein, okay. Ich habe Holz gesammelt. Haben wir alles? Ich glaube schon. Aber ich wollte noch mal gucken. Flusskrebs. Mohn. Schattenessenz, Kohlsaat, Hummer, Biskuit. Oder Hauspflanze. Den Hauspflanze will ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. So, soll ich die Dings weiterlaufen lassen? Ja. Was hast du denn für ein Problem, sag mal? Michi hat unsere Lavisina ein Stufe 1 Abo geschenkt. Oh, wie geil ist das denn bitte? Ja, klasse. Michi, du geiler Macker, wie geil ist das bitte? Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja geil. Hat der Lavisine ein Stufe 1 Abo geschenkt. Geil. Dankeschön. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich bin gerade ein bisschen perplex, Entschuldigung. So. Die Puppe kann ich doch wegschmeißen, oder nicht? Der kann doch Günther. Will der die nicht haben? Nee. Hier steht nur eine alte Puppe. Hau die in die Tonne. Ja. Ich meine, es kann sie auch Tippi geben, aber ich glaube, Tippi mag nicht mit schmutzigen Puppen spielen. Der hat sie jetzt schon Haare. Glaubst du so schnell? Ich meine, bei Tippi wäre das kein Wunder, aber. Bibi schläft sehr schön. Das ist der Schnuller, der sich da bewegt. Ja. Sorry, aber... So. Hui, Michi! Dankeschön für deine 100 Bits. Dankeschön. Das ist ja cool. Danke. So, wir wollten ja Trüffel. Jetzt muss ich erstmal weiterlaufen lassen, ne? Ja, damit das hier mal. So.
damit das hier auch alles mal so. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch die Quest mit dem Bürgermeister, dann sind die erstmal alle weg. Ja, wie gesagt, ich würde gerne. Wollen wir hier noch Sternfrucht pflanzen? Ja, ne? Das hatten wir vorhin so besprochen, ja. Könnten wir ja mal machen. Du kannst mal. Ich guck mal, wie viel ich habe. Ich glaube, 10 habe ich. Dann könntest du schon mal 10 Felderchen machen. Ja, 10 Sternfrucht habe ich. Okay. Mach ich. Die gemischte Saat. Ja, wir haben ein Kind, ja. Es heißt Tippi. Standarddünger? Wo sind die Sternsaat? Ich hab ich schon, du sollst nur die Felder machen. Ich hab mir die Saat schon geschnappt, du solltest nur die Felder machen. Guck mal, einmal Trüffelöl ist schon fertig. Ich hab mir eins eingesackt. Ich komm hierher und hier ist nichts fertig. Du guck dir das an, du. Ja, wir haben ein Mädchen. Eine Tippi haben wir. Liebe Grit. Willst du denn die haben? Im Gewächshaus? Oder ja. Sie schielt und sie schläft und Sie schielt. Du 10 hast du gesagt, ja? Ja, 10 konntest du noch nie. Wässern? Ja, warte, hast schon? Wir arbeiten gemeinsam. Genau. So. Schade, warte mal, wir haben noch einen Kühlschrank. Oh, Michi! Und Michi verschenkt sogar noch ein Abo an unsere Cat Purington. Vielen Dank, liebe Michi. Ja, Cat, jetzt bist du gefangen, auch in der Andrina-Hölle. Komm mal bitte. Warte mal. Ich war das hier. Hier ist noch im Trüffelöl im Kühlschrank. Jetzt gehen wir gleich zum Bürgermeister. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Michi, was ist denn los? Eieieiei, jetzt Cat Purington, jetzt bist du in der Andrina-Hölle. Wir gehen zu Fuß, ne? So wie sich das gehört. Dann wollen wir doch mal kicken, wo unser Bürgermeister hier rumhängt, ne? Wahrscheinlich in der Kneipe. Heute ja, glaube ich noch nicht. Vielleicht ist er ja zu Hause. Oder bei Mani. Oder bei Mani. Ja, guten Abend. Siehst du? Willst du zuerst? Du machst zuerst. Das nicht genau ab. So, du hast das. Lass mich mal sehen. Gute Qualität, sehr glatt, großartig, danke dir, sehr schön. Wiedersehen. Aufbruch aktualisiert, neuer Eintrag, neuer Freund. Luis ist jetzt mein Freund. So, 750 Tacken dazu, wozu weiß ich noch nicht. Der hat doch schon glatt weg, schon wieder eine neue, guck dir das an. Guck dir das an. Scheiße, ich habe keine Spitzhacke. Geh doch mit der Axt. Jetzt habe ich dem wieder seine Statue geklaut. Ha, 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 ha.